Muslime in Abyssinien waren in Sorge. Was sollen wir sagen, fragten sich die Sahaba gegenseitig. Ja'far ibn Abi Talib radiallahu an sagte, bei Allah, wir werden das sagen, was uns der Prophet lehrte. Und nun standen sie da, in Sorge vor dem Negus. Der Negus sah sie an und sagte, weder seid ihr meinem Glauben beigetreten, noch habt ihr eine der anderen bekannten Religionen angenommen. Was ist das also für eine Religion, für die ihr euch von eurem Volk abgewandt habt? Amr ibn al-As war hoch erfreut über diese Frage. Er dachte sich, die Muslime würden nun vorgeführt werden. Aber Ja'far radiallahu an stand selbstbewusst vor dem König und sagte, O König, wir waren unwissende Menschen. Wir waren ein Volk, das Götzen anbetete. Wir aßen verendetes Fleisch und folgten unseren Begierden. Wir waren ein Volk, das die Verwandtschaftsbande nicht respektiert. Wir kümmerten uns nicht um die Rechte unserer Nachbarn. Die Starken unter uns unterdrückten die Schwachen mit ihrem Vermögen. Wir waren herablassend in unserer Sprache und in unserem Verhalten. Wir hatten keinerlei gute Manieren. Und dann kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Prophet aus unserer Mitte, aus unserer Gemeinschaft, dessen Abstammung und Stammbaum uns bekannt war und dessen Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit wir kannten. Er kam zu uns und lehrte uns, anstelle der Götzen aus Stein nur einen einzigen Gott anzubeten. Er lehrte uns, die Rechte unserer Nachbarn zu respektieren. Er lehrte uns, die Vermögensrechte im Handel zu respektieren, uns um die Schwachen und Hilflosen zu kümmern. Er lehrte uns gute Manieren beim Sprechen und im Verhalten. Er lehrte uns, nur einen einzigen Gott anzubeten, ohne ihm jemanden zur Seite zu stellen. Ja'far radiallahu an sagte, und so nahmen wir seinen Glauben an und folgten ihm. Wir gehorchten ihm und dem, was ihm Allah offenbarte. Als wir dies taten, begegnete uns unser Volk mit Feindseligkeit. Sie folterten uns, bekämpften uns und versuchten uns von unserem Glauben abzubringen. Als sie ungerecht waren und uns in unserer Heimat bedrängten, zogen wir in euer Land, um dort Schutz zu suchen. Wir zogen euch anderen Herrschern vor, o König, in der Hoffnung, dass wir bei euch kein Unrecht erfahren. Ja'far radiallahu an sprach geradeaus die Wahrheit. Er schmückte seine Worte nicht mit Halbwahrheiten. Weder schämte er sich für seine Rede, noch ging er Kompromisse ein. Manchmal kommen wir in ähnliche Situationen. Statt kerzengerade zu unseren Werten zu stehen, verbiegen wir uns, schmeicheln dem gegenüber. Aber das ist nur der Anfang vom Ende. Wir müssen unsere Argumente vorbringen, mit Scharfsinn, mit Verstand, respektvoll und bedacht. Wir dürfen in Diskussionen nicht einknicken. Wenn wir uns für den Islam schämen, was sagt das dann über uns aus? Was sagt das über dich aus? Ja'far radiallahu an schilderte sein Anliegen auf die beste Art und Weise. Und der Negus war von seiner Argumentation beeindruckt. Er wurde neugierig und fragte, kannst du mir etwas von den Offenbarungen verlesen? Ja'far ibn Abi Talib radiallahu an begann die Verse von Surat Maryam zu verlesen. Ja, Zakariya! إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لغلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثا ليلا سويا فخرج على قومه من المحراب وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Der Negus war überwältigt. Er hat so sehr geweint, dass sein Bart nass wurde. Ja'far radiallahu an hatte mit seiner Rede alle berührt. Sogar die Bischöfe fingen an zu weinen. Seine Worte waren schlüssig und gut gewählt, sodass sie der Negus verstehen und nachvollziehen konnte. Ja'far radiallahu an hat mit Respekt und Achtung gesprochen, ohne sich bei ihm einzuschmeicheln. Stattdessen schuf Ja'far mit seinen Worten eine Atmosphäre. Er erklärte aussagekräftig und überzeugend,
wieso die Muslime ihre Traditionen und Bräuche verlassen haben. Wenn wir heute die Geschichte von Ja'far und dem Negus hören, dann beeindruckt uns die Stärke seiner Argumentation. Genau so müssen wir mit den heutigen Herausforderungen umgehen. Wir müssen einen klaren Standpunkt einnehmen, Einheit in unseren Reihen zeigen, die besten Sprecher wählen, die in unserem Namen sprechen, die Argumente überzeugend vorbringen, selbstbewusst und kerzengerade. Nur so werden wir in der Lage sein, falschen Entwicklungen die Stirn zu bieten. Genau das taten die Muslime in Abessinien. Als Ja'far radiallahu anhu mit seiner Rede fertig war, sagte der Negus überwältigt: Bei Allah, das und was Isa brachte, kommen aus der gleichen Nische. Ihr könnt gehen, denn bei Allah, ich werde euch niemals ausliefern. Amr ibn al-As konnte buchstäblich mit ansehen, wie gerührt der Negus von den Worten Ja'fars war. Er wusste, dass er diese Runde verloren hatte. Also begann er, einen neuen heimtückischen Plan zu schmieden.